ich gedacht, okay, schönes Wetter draußen und dann eine Ausstellung in der Paulskirche. Aber ja, ich wollte eigentlich am Anfang gar nicht hierher. Vor 2 Jahren, als mein Kind auf die Welt kam und ich mich mit meiner Frau richtig heftig streiten musste, mit der Frage, wo wir eigentlich die Wiege des Kindes hinstellen. Ich wollte die Wiege des Kindes nämlich unter ein großes Fenster im Schlafzimmer hinstellen. Und ich konnte das nicht ertragen. Ich konnte nicht ertragen, weil in meinem tiefen Gedächtnis vielleicht eingespeichert ist, dass man sich von Fensterscheiben fernhalten muss. Das habe ich als Kind gelernt. Man macht große Xe als Tesafilme über die Scheiben, weil wenn die Schallwelle kommt, weil eine Bombe in der Nähe eingeschlagen hat, bei uns hat es einmal geschafft, eine Bombe 50 Meter entfernt, dann fällt die Scheibe dann hoffentlich in einem Stück runter und nicht zersplittert, weil der Tesafilm oder ähnliches da drauf ist. Das ist eine Banalität, das weiß jedes Kind, das in einer solchen Gegend aufgewachsen ist und das mit Bombenangriffen zu tun hat. Ich war beeindruckt, ehrlich. Ich war sprachlos, ich hatte Tränen in den Augen. Ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte und ich war nur baff. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Ich bin mit 13 hergekommen und jetzt 6 Jahre lebe ich in Deutschland und ich bin sehr richtig froh, dass mein Vater mich hierher geholt hat. Und ich denke mir, das muss einfach Glück sein. Ich könnte eins von diesen Kindern sein. In deren Gesichter sind häufig die traurigsten, aber auch die prägsamsten Bilder, die man von Krieg und Konflikten hat. Wer kann denn jemals das Bild vergessen des nackten Mädchens in Vietnam, das vor der Napalmwolke wegrennt? Wer kann das hübsche Mädchen mit den unglaublichen grünen Augen vergessen, tief verschleiert in Afghanistan? Es gibt sehr viele solche Bilder. Ich bin so dankbar, dass World Vision ermöglicht, dass wir solche Bilder nicht nur hier sehen, sondern dass auch Texte dabei sind, dass die Bilder erklärt werden. Also für die Zukunft werde ich versuchen, etwas zu tun, weil es ist unglaublich, dass so viele Kinder, auch wenn es nicht nur Kinder sind, es sind ja auch Erwachsene dabei, die sterben jeden Tag. Ich denke mir, man muss irgendwas tun, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Millionen von Geld nach Afrika, nach irgendwo in die Kriegsgebiete schicken muss. Man kann einfach darüber reden, mit Freunden das alles teilen und die Meinung sagen, was man fühlt und was man, dass man einfach an diese Menschen denkt und dass diese Menschen einfach unschuldig sind und jeden Tag einfach solche Kinder sterben, vergewaltigt werden, ihre Nachbarn töten müssen, weil sie überleben wollen. Und man muss einfach das alles im Hintergrund haben. Man kann einfach nicht die Augen davor schließen, es geht einfach nicht. Und es ist schön, dass wir einen so würdigen Rahmen, einen so würdigen Platz vor allem finden für diese Bilder. Herzlichen Dank, dass Sie uns die Ausstellung zur Verfügung stellen.